Servus und grüß euch auf meinem Kanal der Binnenbastler. Ich sag's ja, bei so Außenständen muss man immer dreimal schauen, weil vergessen tust du sowieso irgendwas. Und auf jeden Fall Anzug dabei, weil die waren letztes Mal schon ein bisschen unangenehm drauf. Ja. Heute glaube ich, haben wir ein bisschen einen Ton drauf. Aber auch da muss gearbeitet werden, hilft nicht. Jetzt zünden wir zuerst mal gleich unseren Smoker an, dass wir da die Mädels gleich ein bisschen besänftigen können. Aber wie gesagt, ich war jetzt zweimal bei den Mädels und zweimal waren die nicht amused, ja, nicht so happy mit mir. Und deswegen schauen wir, was heute los ist. Kommt da mal ein Hubschrauber. Leben in der Lage, es hilft nicht. Aber auch dieses Völkchen muss natürlich versorgt sein, futtertechnisch. Und auch die Varroa will behandelt sein. Jetzt schauen wir rein, wie stark, wie schwach. Ob sie heute halt auch wieder, ja, wie soll ich sagen, nicht so happy sind, dass sie mich sehen. Aber das kommt auf. Ich finde die Handschuhe, sag's euch, die blauen immer noch am allerbesten. Da hast du Gefühl. Ja, die sind echt top. Nehmen wir schon auf. Ja, nicht, dass ich da in die schwarze Kamera spreche. Stockmeißel, habe ich einen Stockmeißel dabei. Ja, Stockmeißel habe ich dabei. Gott sei Dank. Apps, was ich heute nicht vergessen habe. Sieht bis jetzt echt gut aus. Jetzt schauen wir mal. Futter haben sie bis jetzt auch alles abgenommen. Das ist auch gut. Jetzt schauen wir mal gleich, was die Stimmung da drin macht. Aber ich glaube, da stelle ich euch kurz um. Ja, das ist der Nachteil an solchen Futterzagen. Die muss ich mir irgendwann noch mal umbauen. Seht ihr, da ist eine Vertiefung von ca. 1,5 cm, wenn nicht sogar 2. Und dann bauen sie euch das überschüssige Futter unten rein. Das ist nicht toll, nicht optimal. Ja, heute sind sie, sieht zumindest aus, ein bisschen lieber drauf. Aber ich mache jetzt lieber eins mehr, wie eins weniger. Und dann schauen wir mal den Iststand vom Volk an. Ob noch Futter reinpasst. Wiegen wir es auch noch mal kurz. Weiselrichtigkeit überprüfen wir. Ja, das ist zum Beispiel schade, schaut's. Da geht, oder würde noch einiges an Futter reinpassen. Und bauen wir oben drüber. Das ist nicht schön. Und die ersten fliegen schon wieder auf. Ja, das ist jetzt keine Madame, wo ich nachziehen werde. Die hat jetzt das dritte Mal bei verschiedensten Wettersituationen eigentlich nicht die liebsten Mädels. So. Ja, da wird überall noch was reinpassen. Aber den Überbau. Vereinzelt sieht man noch Drohnen, ja, aber wirklich nur noch vereinzelt. Jetzt um die Jahreszeit sind so gut wie keine Männer mehr vor Ort. Der ist schön vergittert. So, das Rasche, das mögen sie, das Rasche knacken, das mögen sie natürlich überhaupt nicht. Aber ja, wir haben hier ein schönes Brutfeld. Ist eine junge Königin, eine grüne. Stifte sehe ich hier keine. Hier auch nicht. Ich
Die kriegen jetzt noch mal einen kleinen Rauchstoß, beziehungsweise jetzt machen wir gleich mal den Akku ab. Der brennt jetzt schon fleißig, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Von dem ist der Smoker wirklich praktisch, wenn ich irgendwo im Holz unterwegs bin. Man braucht kein zusätzliches Feuerzeug, man macht kein zusätzliches offenes Feuer. Ja. So, ich habe da hier gleich was gesehen, und zwar die Nummer. Die Nummer 5, oder? Täusche ich mich. Die Nummer 5. Jetzt müssen wir mal gleich mal schauen, ob sie auch stiftet. Weil drüben waren jetzt keine Stifte. Nicht, dass da irgendwas vom Winter noch schief läuft. Das wollen wir ja jetzt gar nicht. Die Königin legen wir zur Seite. Und jetzt gucken wir mal kurz. Maden sehe ich. Und auch Stifte. Ja. Stifte sind oben. Ich weiß nicht, ob man. Die Maden müsste ich euch einfangen können. Aber die Stifte sind immer ein bisschen schwer. Aber Stifte, Maden sind vorhanden. Optimal. Jetzt gehen wir noch kurz rüber, was in dem Bereich so los ist. Heute sind sie vergleichsweise ruhig. Ja. Aber trotzdem. Da alles schön. Das könnte man ein. Weiß nicht, ob man das. Da haben wir wirklich alles. Aber da läuft mir der Saft runter. Alles schön bestiftet. Das Volk steht von dem her schön da. Bienenstärke könnte ein bisschen mehr sein. Aber heute ist auch noch Flugwetter. Also es sind natürlich auch viele unterwegs. Ja, das würde ich behaupten. Ist völlig okay. So, jetzt kommen wir Richtung Futter. Ja, das ist schon alles Futter. Auch das nächste Lämpchen. Ja, das Futter. Und jetzt wiegen wir das Ganze. Dann kann ich mal ganz grob sagen, was. Der sieht zwar hier im Außenbereich, da könnten sie noch was einlagern. Ich habe noch ein bisschen was dabei. Jetzt schauen wir trotzdem mal, was rein rechnerisch drin sein müsste, weil das ist leer, ja. Da ist zwar schon was drin, aber da ist komplett leer. Das geht gar nicht. So, das ziehen wir jetzt einmal ein bisschen in den Vordergrund und dann schieben wir das Ganze wieder zusammen. So, jetzt Mädels, auf die Seite, ich will nichts quetschen. So, Königin kommt daher, das Lämmchen kommt daher. Und jetzt wiegen wir das Ganze und schauen wir mal, was da wirklich drin ist. Stockmeißel, drückt man das Ganze wieder alles auf eine Seite, kennst du das? Dann hat man einfach beim nächsten Öffnen hier eine schöne Lücke, wo ich das Ganze schön rausnehmen kann. So. Ohne dass ich eben Bienen quetschen muss. Wiegen. Benötigen wir nicht viel, eine Kofferwaage, ja, die analoge ist die beste, geht immer, also ohne Batterien. Und für einen ersten Überblick, ja, da haben wir, was ist das, 13 Kilo und gegenüber, macht es euch denn die Vogelwild so genau, ja, aufs Kilo geht es da nicht. Da haben wir 11 Kilo, also 24 Kilo, dann haben wir hier roundabout 10 Kilo drin. Das ist mir noch zu wenig und deswegen kriegen sie jetzt auch noch mal einen Schub. Schubfutter. Aktuell ist es noch bei uns so, dass sie tatsächlich schön abnehmen. Jetzt kommt auf alle Fälle mal gleich die Königin zurück. Also desto kühler das natürlich wird, desto schlechter. Warte mal, bevor ich die Königin rein schubse. Kommen die Bienen da, die quetsche ich sonst rein. Aktuell nehmen sie tatsächlich bei den wärmeren Temperaturen das Futter noch schön an. Aber wenn es kühler wird, ist das nämlich dann schlagartig vorbei. So, Mädels raus da. Da drin kommt sie sonst nicht mehr raus. Das
noch schnell Futter. Ja, leider ist mir der Karton im Regen gestanden. Die Dinger sind ja echt robust, ja. Aber im Wasser gehen sie dann doch auf, gell? So, nachdem dass wir jetzt da noch das Futter geben, gibt es dann noch einen letzten Schritt. Und zwar behandeln wir dann auch noch gleich. Dieses Volk ist etwas, das ist das Einzige, das etwas hinten dran ist. Na, geh raus. Aber das kriegen wir auch noch hin. Das kriegen wir auch noch hin. So. Machen wir noch, ja, zur Hälfte. Das soll jetzt gelangen. Schlimmstenfalls, wenn es jetzt schlagartig kühl wird, kriegen die einfach einen Futterteig drauf. Und da gibt es auch keine Probleme mit der Abnahme, auch wenn sie im Winter nicht ausfliegen können. Das dürft ihr mir glauben. Das Ganze heizt natürlich jetzt auf, brauchen wir es gerade reinstecken. Ja, halt. Schon ein bisschen mehr. Gut. Und dann, er hat jetzt die Temperatur. Ja, ein bisschen braucht er noch. Fast erreicht. 210 auf 230 heizen wir auf. 215. 20. 22. 23. Und dann brauche ich bloß hinten auf die Feder drauf drücken. Ja. Und dann geht's ab. Ja, so schnell kann man auch behandeln. Natürlich wirkt das Verdampfen ja nicht in die Brut. Ja. Das dürft ihr vergessen. Wirkt nicht in die Brut. So schnell, ja. Hat man wieder Erfolg kontrolliert, behandelt. Ich sag wie immer, Dankeschön fürs Vorbeischauen, pfiat euch. Und ein anderes Mal, lasst gerne ein Abo da.